so zu verflippen. Boah, meine Fresse, ich krieg das scheiß Wort nicht raus. Ich hoffe es für mich auch selbst höchstpersönlich, da ich da keinen Griff ins Klo gemacht habe. Oh, ist das geil. Ich habe mir ein Motorrad gekauft. Tacho, meine Eierköpfe. Ich war jetzt gerade hier in, oder ich bin noch hier, in Neukerk bei American Motors, so nennt sich der kleine Schuppen. Und ich habe mir jetzt hier gerade, ja, ich habe mir gerade ein Motorrad angeschaut, auf gut Glück sozusagen, war bei eBay Kleinanzeigen überhaupt hier in ganz Deutschland mit dem Motor die einzige, die wirklich ganz, ganz günstig war. Und zwar eine Kawasaki VN 1500, die Kawasaki VN 1500, die nicht irgendwo in Fernost gebaut wurde, sondern in Amerika. Tatsächlich, auch wenn es Kawasaki ist, wurden die ersten VZ 1500 ja in Amerika gebaut. Und da ich ja eh gerade auf so einem amerikanischen Harley-Trip und sowieso bin, und natürlich geil gewesen wäre, wenn ich jetzt Geld gehabt hätte für eine Harley, würde ich mir natürlich eine Harley kaufen. Andersrum habe ich auch ja schon damals mit meiner Intruder Bock gehabt, einfach ein Bike selber zusammenzuschustern auf meine Bedürfnisse. Und das hat damals ja mit der Intruder nur so halb funktioniert, weil ich ja dann meine anderen Mopeds verkauft habe, weil die auch defekt gegangen sind und ich den Platz damals nicht hatte. Dann habe ich die Intruder verkauft, um das gute Stück zu kaufen. Brauche ich auch in keinster Weise, jetzt erst recht nicht mehr, weil ich glaube, ihr wisst, ich bin sowieso Kawasaki-Fan. Ich mag aber auch alle anderen Marken, so ist das jetzt nicht, aber irgendwie Kawasaki zieht mich einfach an. Und wenn keine Harley mehr, oder sozusagen, wenn keine Harley, weil erstens ist es mir zu teuer und oder ich möchte mich jetzt dafür nicht, oder ich will jetzt aktuell dafür nicht so viel Geld ausgeben. Und eine relativ neue Harley direkt so so zu verflippen. Boah, meine Fresse, ich krieg das scheiß Wort nicht raus. Was wollte ich denn nochmal sagen? Ja. So eine neue Harley oder eine relativ neue Harley, die man, für die man 18, 12, 13, 15.000 Euro ausgibt, will ich irgendwie nicht direkt dran rumschrauben. Klar, so Kleinigkeiten, die dann so jeder macht. Ich habe mir ein Motorrad gekauft. Jetzt gerade eben. Eine Kawasaki VN 1500. Rahmen, Kabelbaum, Motor, Reifen vorne, hinten, was alles dazugehört. Die ist soweit komplett bis auf den Lacksatz. Lacksatz bedeutet, der Tank ist nicht dabei, der Fender vorne und hinten sind nicht dabei. Ist aber gar nicht so schlimm, weil ich baue die komplett so einem Bobber. Nein, doch. Ich hatte da eh Bock drauf. Habe ich ja schon seit Jahren Bock drauf. Ich habe vor, mir eine Bobber zusammenzuschustern. Und ich hatte, klar, damals, also meine ersten Erfahrungen mit Chopper, Cruiser, wie man es auch nennen soll, mit der Suzuki Intruder VS 700, auch US-Modell, also war auch, aber die wurde nicht in den USA gebaut, sondern nur für die USA gebaut. Ich meine, so war das. Wenn das nicht so ist, dann, na gut, dann habe ich jetzt Quatsch erzählt. Und jetzt ist aber so, Intruder würde ich mir nie wieder kaufen, weil, keine Ahnung, die ist mir einfach zu schmal und ist mir zu klein. Klar, wenn man so komplett umbaut zu einem Bobber und so, du kannst ja den Sitz weiter hinten machen. Die meisten kennen das ja, die sowas vorhaben. Aber ich wollte dann doch irgendwie was anderes haben. Und wenn dann, ich habe mir immer gesagt, wenn ich nicht Harley kaufen kann oder kaufen will, dann schon allein, weil ich mit Kawasaki irgendwie eine Verbindung habe. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin einfach Kawasaki-Fan. Dann würde es auch eine sein, und zwar eine aus der VN-Reihe. Und ursprünglich hatte ich vor, die VN 800 zu kaufen.
Dafür hätte ich aber dann ja auch noch ein bisschen was sparen müssen, aber spielt da keine Rolle. Der Vorteil da hat natürlich, dass der Rahmen hinten nicht geflext werden müsste, sondern die hat quasi den richtigen Softail-Rahmen hinten, und wenn man alles abschraubt, dann machst du einfach deinen Federsitz drauf. Im Grunde genommen, klar, jetzt ganz so einfach nicht, aber im Grunde genommen wäre es das gewesen. Und deswegen hatte ich nie irgendwie die größeren Modelle im Auge, weil dann unter dem Sitz hinten der Rahmen hochgeht und den muss man abflexen. Jetzt habe ich aber so viele Videos geguckt und so viel im Internet gelesen über ja doch schon mehrere Jahre hinweg, dass ich genau den Plan verworfen habe, mich jetzt nur auf die VN 800 zu versteifen, weil 800 Kubik sind eben auch nur 800 Kubik, und wenn man schon nicht schnell fährt, dann braucht man den Hubraum zum Rumbobbern, also zum Rumklappern. Also da brauchst du halt Drehzahl. Ich bin jetzt auch nicht der Kleinste und der Leichteste. Und da kam dieses Moped direkt wie gerufen. Die war bei eBay Kleinanzeigen für 900 Euro inseriert. Für 900 Euro. Oh, jetzt ratet mal, wie viel. Leute, ich hab weniger als die Hälfte dafür bezahlt. Ich gehe sie in 3 Wochen abholen. Worauf ich auch richtig Bock hatte, habe ich mich auch letzte Tage noch mit meiner Frau unterhalten. Ich habe ihr sogar noch gesagt, ich habe da was gefunden und ich habe jetzt angezahlt ein paar Mark, und die restlichen paar Mark, die bringe ich dann mit und nehme den Eimer dann mit nach Hause, und dann beginnt meine Reise und auch eure Reise, denn ich werde alles aufnehmen und dokumentieren, quasi einen Garagenvlog draus machen, wie ich mir meine Bobber zusammenschuster. Da bin ich mega gespannt drauf, wie ich das schaffe, ob ich das überhaupt schaffe und ob ich nicht vielleicht auch wieder anders entscheide, weil was ich auch geil finde, statt Bobber wie so eine Art Bagger zusammenzubauen oder sowas wie eine Road King, weil die Größe hat das Teil ja. Hinten schöner Harley-Koffer drauf, also ich habe mich da noch nicht so ganz 100% festgelegt. Ich denke mal, wenn ich das Gerät dann irgendwann zu Hause habe und ich mir dann wirklich ein paar Stunden, ein paar Bierchen um das Moped gelaufen bin in der Garage und mir meine Gedanken gemacht habe, dann wird der Plan wahrscheinlich endgültig stehen. Was ich sogar ja schon noch zu Hause hatte oder immer noch habe, ich hatte ja damals vor, die Intruder zum Bobber umzubauen. Ich habe den Fender hinten damals bei Shop-It bestellt und einen Federsitz, also so ein gefederter Sattelsitz da. Ja, ihr wisst doch, was ich meine. Deswegen bräuchte ich, wenn überhaupt, für den Anfang erstmal einen Tank. Und da werde ich wahrscheinlich auch auf einen von Shop-It zurückgreifen. Und wahrscheinlich so ein... Ja, mal gucken. Ich muss mal schauen, wie breit das Motorrad dann... Achso, der biegt gar nicht ab. Den gerade überholen. Ich finde natürlich so diese Art, wie die Sportster-Tanks aussehen, ziemlich geil. Muss ich halt überlegen, wie das so zusammenpasst mit der großen VN 1500. Oder aber ob ich irgendwie mal Glück habe und den Tank für die VN 1500 irgendwo mal günstig schießen kann. Weil genau diese Kawasaki VNs und auch Einzelteile sind hier gar nicht so weit, oder die gibt es gar nicht so häufig hier bei uns in Deutschland. Da muss ich irgendwo importieren oder was weiß ich nicht was. Ist aber gar nicht mal so schlimm, weil wenn ich auch aus dem Zubehör so einen Shopper-Tank, da gibt es ja genug und die sind auch gar nicht so teuer. Das Gute ist ja, ich habe ja keine zeitliche Begrenzung. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe den einen Monat kein Geld dafür, ist das nicht schlimm. Es gibt erstmal auch so viele Arbeiten, die ich jetzt sowieso dann machen könnte und machen werde, wofür ich noch nicht mal das Geld ausgeben brauche, weil ich einfach alles zu Hause habe. Die wird ja sowieso erstmal komplett zerpflückt, Motor raus, und der wird lackiert und da wird erstmal das Öl rausgeholt und all solche Geschichten. Ich habe ja schon die ein oder andere Idee für das Motorrad und zum Beispiel, ne, dass die auf jeden Fall der größte Teil schwarz sein wird, ist klar. Ich habe noch so viel Farbe zu Hause. Ich versuche natürlich, das Motorrad zuerst selbst zu lackieren. Ich habe meine Intruder damals auch selbst lackiert in schwarz-matt. Und da habe ich auch mehrere Anläufe gebraucht, aber es sah danach wirklich gut aus. Also zumindest für mich persönlich. Ich habe ja einige Bilder mal online gestellt auf Instagram. Oder vielleicht blende ich jetzt mal eben ein paar Bilder ein, wie meine Intruder zum Schluss aussah. Ist für mich doch schon, dass ich sagen kann, ich werde es dann mit der VN auch probieren.
Wobei ich bis jetzt ja noch nichts habe zum Lackieren, außer den Rahmen und den Motor. Und dafür braucht man ja keine Lackierkunst, weil die Hälfte sieht man eh nicht. Aber da bin ich jetzt mal gespannt, auf was ich mich da eingelassen habe. Und selbst wenn das alles nichts bringt, für den Motor allein kriege ich schon so viel Geld. Ist so, würde ich sie jetzt selber zerpflücken, würde ich noch ein Plus machen. Und zwar ein ordentliches Plus, weil genau die Teile... Gut, der Lacksatz besteht aus Fender vorne, hinten. Dann gibt es noch die zwei Seitenteile, die quasi unter den Sitzen sind, wo man dann an der Batterie rankommt. Und der Tank nennt sich kompletter Lacksatz bei einem Motorrad oder bei diesem Motorrad. Und die sind extrem begehrt. Der fehlt natürlich. Ist aber nicht schlimm, weil ich davon eh nichts gebrauchen kann, bis auf den Tank. Und ja, da muss ich halt mal schauen, dass ich dann irgendwann mal nächstes Jahr einen Tank bekomme. Oder ob ich mich nicht wirklich dazu entscheide, einen von Shop-It zu nehmen. Da muss ich mal ein bisschen bei Pinterest gucken, was die Leute auf der ganzen Welt so aus ihren VNs gemacht haben. Ich habe ja meine Wilma, ich kann ja trotzdem fahren. Das war ja immer das, was mich bei der Intruder dann gehindert hat, dass ich halt keine, oder ab einem gewissen Zeitpunkt keine zweite Maschine mehr hatte. Da muss ich die Intruder schnell fertig machen. Ich habe sie ja quasi zweimal fertig gemacht. Einmal nur wirklich schnell TÜV-konform, dass sie lief. Dann habe ich sie ja so nach und nach schöner gemacht, dass man damit sich auch wirklich hat sehen lassen kann. Das hat dann auch nochmal ein Jahr gedauert, weil ich sie ja auch fahren musste. Wir haben ja viele Ausfahrten gemacht, auch vom Club aus und so. Und da muss das Ding ja natürlich laufen. Und jetzt habe ich den Druck ja nicht. Ich habe ja meine Wilma. Und wenn das 2 Jahre dauert oder was weiß ich nicht wie lange, spielt ja keine Rolle. Ne? Solange ich meine Vision irgendwie umsetzen kann, werden wir mal sehen. Ja, und wie gesagt, ist zwar eine Kawasaki, und entwickelt natürlich auch in Fernost, aber gebaut in der USA. Ein Freund von mir hat auch so eine. Und die werde ich jetzt, glaube ich, mal die nächsten Tage mal abholen. Ich habe den gestern schon gefragt, oder vorgestern, weiß ich gar nicht mal, haben wir so ein bisschen geschrieben und so, ob ich die nicht mal fahren kann. Und zwar aus dem Grund, weil ich schon den Typ hier angeschrieben hatte, aber ich wollte die nicht für 900 Euro kaufen. Wahrscheinlich wäre es immer noch günstig gewesen. Er sagte jetzt, maximal 4 Jahre steht so rum. Ja, die ist ein bisschen eingestaut, aber es geht. Also, die stand ja auch schön im Warmen und im Trockenen. Ich bin schon mega gespannt, was ich da rauszaubern kann. Klar, die Reifen, die Luft ist raus und so, ne? Und ich gehe mal auch davon aus, dass die Reifen sich wahrscheinlich platt gestanden haben. Also da werden wahrscheinlich neue drauf müssen. Aber hör mal, so Reifen kosten nicht mehr die Welt. Ob ich jetzt für die einen Satz Reifen kaufe oder für die andere oder für beide? Wen juckt das denn? Wie gesagt, ich habe ja Zeit. Ich kann jetzt ja richtig meine Gedanken mal kreisen lassen. Ja, also eigentlich ist mein Plan, mir wirklich daraus eine Bobber zu bauen. Das ist halt das Ding, hinten der Rahmen, der wird ein bisschen gekürzt werden müssen. Da werde ich auf jeden Fall Rücksprache mit einem TÜV-Prüfer halten müssen. Am besten einer, der auch schon ein bisschen so auch viel Motorräder macht. Bringt mir nichts, da so ein Eierkopf, der da also keine Ahnung von hat. Ne? Also besser ist ja wirklich so, auch mit dem TÜV-Prüfer abzusprechen. Ordentlich mit dem bequatschen, nimmst dir ein paar Bilder mit von der Maschine, was genau man machen darf und ich weiß, dass hinten, wo der Sozius-Bereich ist oder alles, was hinter dem Rahmenstück, wo der Motor nicht mehr ist, nennt man nur noch Hilfsrahmen oder Behilfsrahmen. Das darf man kürzen, aber trotzdem gibt es immer wieder mal TÜV-Prüfer, die dann sagen, hör mal, das ist nicht geil oder der nimmt es komplett gar nicht ab oder wenn da was eingeschweißt werden muss und so, dann sollte das jemand machen, der das belegen kann und so und diese Belege braucht der TÜV-Prüfer dann und dann wird das abgenommen, zum Einsitzer umgetragen und dann gibt es auch keine Probleme und das ist halt, was quasi mein Entscheidungspunkt dann nachher wird, ob ich sie zum Bobber wirklich umbaue oder dann eher zu sowas wie Road King mit Koffern hinten dran, so ähnlich, so Richtung Bagger, aber das wird man dann sehen, aber ich glaube eher, dass ich sie zu einer Bobber umbaue. Und das war immer das Ding, was ich machen wollte. In 3 Wochen ungefähr, Anfang Dezember, hole ich sie ab. Und ist auch alles gar kein Problem. Die steht da ja sicher und trocken. Jetzt muss ich in meiner Garage mal ein bisschen Platz machen. 2 Motorräder, ein Roller. Aber nö, das geht. Also so klein ist eine Garage auch wieder nicht. 4.10 Uhr. Ich habe langsam Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Das war jetzt genau das.
irgendwie, ich weiß noch, wo ich die 48-Probe gefahren bin und wie mega aufgeregt ich war und was für ein geiles Gefühl das war. Auch die Street Bob, also Softail von Harley. Und von der Größe her, also von der Größe des Gesamtmotorrads, von den Masten her, war die natürlich eher für mich gedacht. Oh, viele Motorradfahrer noch unterwegs, aber das ist genau jetzt die Zeit. Die Leute, die jetzt fahren, so wie ich und die Jungs, das sind richtige Motorradfahrer, nicht die Saison-Eier-Leute da. Aber ist ein anderes Thema. Vielleicht mache ich mal ein Video darüber, mal gucken. Wie über die Warnwesten. So hat jeder seine Meinung. Das hat mich wieder so angefixt. Und dieses gemütliche Rumcruisen, das Fahren hier ist mega geil. Und ich habe ja schon oft gesagt, wenn ich denn nur ein Motorrad haben kann, dann eher sowas, weil so ein bisschen Züge um die Kurven fahren, mal Gas geben und so, dann ist so mein Ding. Also ich habe da schon ein bisschen so einen Nagel im Kopf, seit ich jetzt schon die einige Jahre im Club bin und so und auch die Intruder gefahren bin und jetzt auch wieder, also wieder Blut geleckt hat dadurch, dass ich die Harley fahren konnte oder die Harleys, kam diese Anzeige. Man guckt ja immer, jeder Motorradfahrer kennt das oder egal was, ob es Autos sind oder egal welche Hobbys du hast, du guckst ja immer in den Bereichen, die dich interessieren. Und so habe ich dann auch einfach, also eine Kawasaki VN gucke ich schon seit Jahren. Du zahlst ja auch für eine VN 800, da gehen die Preise ja auch ab 2500 Euro los oder so. Und VN 1500, da zahlt sich ja, also da, die kosten ja locker noch 5, 6, 7000 Euro. Ja klar, du kriegst auch mal eine dafür irgendwie 3,5 oder 4, aber da musst du ja fast genauso viel machen wie an den Dingen, was ich jetzt gekauft habe. Und die VN, das ist jetzt die VN 15. Aber es ist ja auch eine VN 1500, die wurde nur damals so genannt. Die gehen auch erst ab 3000 Euro los. So, und das Einzige, was da fehlt, ist halt eben der Lacksatz. Ja, war so ein bisschen geredet und so. Und er sagte auch, mach mir ein Angebot, sag irgendwie was. Ne? Und ich habe natürlich ganz klein angefangen und bin aber dann auch nicht mehr viel höher gegangen. Also, ich weiß nicht, also vielleicht zweimal so viel wie meine Auspuffanlage, die ich mir vor kurzem verbaut habe. Mehr zahle ich nicht für die Maschine und genau das ist es auch geworden. Ich habe jetzt ein Bild, da kann ich euch mal zeigen. Sieht jetzt ein bisschen dreckig aus, weil es halt verstaubt ist und 4 Jahre stand. Ungefähr 4 Jahre. Aber da muss man ein bisschen was machen. Aber die Grundsubstanz ist in Ordnung. Und so ein Komplettpaket, sage ich jetzt mal, wo ich sowieso von dem, was fehlt, nur einen Teil gebrauchen kann. Das kann ich mir dann auch bei eBay, wenn ich mal Glück habe, schießen oder wie gesagt bei Shopit einen ganz anderen Tank kaufen und den anpassen, so wie ich das haben will. Und der Rest, also allein nur für den Motor würde ich schon so viel bekommen, mindestens, weil ich dafür jetzt gezahlt habe. Also glaube ich, oder hoffe ich auch, ich hoffe es für mich auch selbst höchstpersönlich, da ich da keinen Griff ins Klo gemacht habe. Selbst wenn nicht, dann wird sie zerrupft und in Einzelteilen verkauft oder eben hergerichtet. Und mal schauen. Heute ist noch schönes Wetter. Ich dachte mir direkt, ich bin nach der Arbeit kurz nach Hause gefahren. Zack, aufs Motorrad. Und ich wusste auch noch nicht, was da jetzt überhaupt draus wird aus der Moped-Besichtigung. Und wäre das jetzt irgend so ein Privateierkopf gewesen, hätte ich die niemals gekauft. Weil du weißt halt nie, was da Sache ist. Und da der aber so ein Werkstatttyp ist und er sagt da selber, hat die Maschine lange auch gewartet und er sagte, der Motor, der lief. Also die mega riesengroße Sitzbank. Also wenn meine Frau das sieht, die würde die Sitzbank feiern, weil sie sich hinten anlehnen könnte. Ja, aber genau das will ich alles nicht. Aber gut, ich hätte die Option, ne? Ich hätte die Option, wenn ich sie zum Bäcker umbaue, dann wäre das natürlich ideal. Der Sessel, der ist ja wie ein der Sitz ist ja wie ein Sessel. Also der ist auch so groß wie mein Arsch und das ist schon groß. Er ist richtig groß. Ich kann das noch gar nicht fassen, dass ich da jetzt was gekauft habe. Ich habe noch nie Motorrad für so wenig Geld gekauft. Ich hoffe, dass das ein Glücksfall ist. Ja, Frank, muss ich wohl jetzt mal deine Maschine für den Tag ausleihen? Dann kann ich mich schon mal drauf einstellen, wie die VN 15 fährt. Ja, mit der Maschine seht ihr bald auch wieder ein neues Video. Das heißt bald, aber auf jeden Fall diesen Winter. Und zwar, also ist schon mal eine kleine Ankündigung. Ich löte die Tachobeleuchtung um.
Weil dieses altbackene Rote, also die Scheibe finde ich ja schön, es passt ja auch zu meinem schwarz-roten Konzept. Aber die rote Beleuchtung finde ich einfach nur ätzend, ganz ehrlich. Die kotzt mich richtig an. Gut, es war Mitte 2000er wahrscheinlich modern und in und jetzt irgendwie nicht mehr und ist auch einfach gemacht. Ich habe mir da so diese kleinen SMD-LEDs bestellt, passende. Und Anleitung gibt es da genug und dazu werde ich dann ein Video machen. Und dann ist da auf jeden Fall ein Projekt. Und was ich mir auch bestellt habe, diese Einstellschraube auch in Rot, weil die ist ja auch schon hier so ein, hier ne, von dem Kupplungshebel, diese Einstellschraube für den Kupplungsseil. Ach ja, und was ich mir auch noch bestellt habe für die Wilma, für ein paar Cent bei Amazon, aber schon vor Ewigkeiten, aber es dauert irgendwie, was weiß ich, aus welchem Land das kommt. Neue Fußrasten in Schwarz. Die haben halt die Aufnahme wie die originalen Fußrasten. Ja, ich glaube, das ist im Groben, im Ganzen jetzt erstmal wahr für das heutige Video. Ich nutze die letzten Sonnenstrahlen noch aus. Es ist auch echt nicht kalt. Wir hatten heute 18 Grad oder so. Ich bin in Jeanshose unterwegs, klar, Jacke und so mit Winterfell drunter, aber es bleibt immer noch die Sommerjacke. Und ich habe auch nur ein T-Shirt drunter. Also jetzt langsam fängt es an frisch zu werden, aber es ist immer noch nicht kalt. Also Leute, ich habe dafür weniger bezahlt, als eine neue Konsole jetzt kostet. Also PlayStation 5 oder Xbox Series X. Ich habe weniger fürs Moped bezahlt. Ja. Fiel mir gerade mal so ein. Weil eigentlich wollte ich mir auch eine neue Konsole holen. Irgendwann im Frühjahr, aber das wird es wohl jetzt nicht werden. Oh, ist das geil. Für mich war es das für heute mit dem Video. Ihr habt die Neuigkeit dann quasi jetzt auch parat und irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten werdet ihr dann wahrscheinlich das erste Chopper-Bobber-Video sehen, je nachdem, zu was ich mich entscheiden werde. Auf jeden Fall, ich nehme euch mit auf der ganzen Reise. Upsala. Irgendwie bin ich gerade hinten gerutscht ein bisschen. Ja, Leute, haut rein und wir sehen uns bald wieder.